Herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt unseren zweiten Hafen, um dementsprechend mehr Schiffe anzulanden. Beim Angriff zerstört worden ist unsere Maisfarm, die wir jetzt wieder aufbauen. Des Weiteren muss unsere Kohlemine dementsprechend repariert werden. Wir sollen für die Revolutionäre mehr, jetzt Gouverneur, Fisch mehr, und immer würdest mehr. Du mir nicht ins Wort Na kommen. Los, die Krone verlangt danach. Ja, die Krone verlangt immer so viel von mir. Wir haben einmal den Überfall Schatzsuche abgeschlossen. Zusätzlich haben wir die Blaupause Strafkolonie bekommen. Wir haben jetzt hier mit unseren Frachtern dementsprechend wieder Geld reinbekommen. Kohlemäßig sieht es gerade noch nicht so gut aus. Ich hoffe, ich komme da noch nicht in Bredouille. Wir schauen einmal in unsere Überfallpläne. Dort dementsprechend haben wir weitere Aufgaben noch verteilt. In der Forschung haben wir erforscht, was Strafkolonie ist. Ist das irgendwas mit Verordnungen, was wir dementsprechend... Nee. Wo interessiert mich das mit den Strafkolonien? Wenn wir da einmal drauf gehen, okay, gut. Okay, die Schiffe legen an. Strafkolonie, wo könnte ich diese bauen? Strafkolonie, Kommando, Flugzeugträger. Das wird ja bestimmt hier irgendwas sein. Ja. Sehr interessant. Ja, mit dem wunderschönen Blick auf unsere Piratenbay. Schauen wir uns weiter um. Unsere Soldaten haben sich super geschlagen im Kampf. Wir erwarten jetzt natürlich dann, dass wir dementsprechend einige Punkte dementsprechend abschließen. Wir sollen Fisch dementsprechend hier produzieren. Das heißt, hier mit der jeweiligen Effizienz habe ich jetzt einmal den regionalen Konsum einfach ausgeschaltet. Die Bananen dürfen dementsprechend dann auch regional verwendet werden, genauso wie die Kokosnüsse, die in dem Moment hier natürlich dementsprechend konsumiert werden. Wir schauen einmal in den Almanach. Dort bekommen wir natürlich auch die Informationen mit der Nahrung. Da sind wir bei 62. Bewirtung, Nahrungslieferanten, Farmen, Ernter, kleiner Laden, also da sind wir ganz gut. Arbeit haben wir, dementsprechend wollte ich mal schauen, einen arbeitslosen Bürger haben wir, okay, das ist jetzt gerade nicht viel, und 33 Obdachlose, das heißt, wir brauchen wieder mehr Wohnraum. Ja, dann warten wir diese Runde einfach mal ab, was sich hier so passiert. Ich stelle einmal die Geschwindigkeit auf 2 hoch, dementsprechend hier, dass wir auch wieder in das Plus kommen. Fisch hergestellt haben wir bis jetzt noch keinen. Ich erwarte jetzt eigentlich eher, dass wir, können ja einmal in die Aufgabe reinschauen, wir sollen einen Fischereihafen besitzen und dementsprechend Fisch herstellen. Was haben wir denn für Forderungen hier erfüllen? Und dementsprechend, wir warten immer noch auf die letzten 5. Okay, geldmäßig sieht das jetzt gerade nicht so toll aus. Wir bekommen jetzt natürlich eine weitere Schiffslieferung. Dementsprechend hier haben wir natürlich jetzt dementsprechend weniger Geld gemacht. Lager ist leer. Was können wir hier dementsprechend einlagern? Hier können wir dementsprechend, ja, Lager eine Riesenmenge von 3 möglichen logistische Richtlinien. Aktueller Inhalt ist leer. Ah, okay. Das heißt, wir könnten hier Baumstämme einlagern. Wir könnten... Ah, okay. Wir haben für die Krone etwas weiteres abgeschlossen. Sie haben das Richtige getan. Sprich, was auch immer die Krone will. Ja, wir haben uns jetzt mal das Geld genommen, damit wir dementsprechend hier
Wir haben hier geschaut, in dieses Lager können wir auch dementsprechend Bananen einlagern. Verarbeitung gestatten und können hier dementsprechend Fische einlagern. Machen wir jetzt einfach mal. Wozu das alles gut ist? Gute Frage. Unser Transportbüro. Gut, wunderbar. Wir haben jetzt, glaube ich, eine weitere Handelsroute offen. Genau, eine ist verfügbar. Hier können wir dementsprechend Tabak an die Krone liefern, weil sie bei 20% liegt. Baumstämme, Planken. Planken werden wahrscheinlich aus dem Sägewerk kommen. Dann unterschreiben wir diesen Vertrag. Milch haben wir keine. Gut. Wunderbar. Gut. Erweiterte Bootswartung haben wir erforscht. Das hat ausgesagt, dass Unterhaltungskosten für Transporthäfen, Hafenanlagen um 50%, Boote, Frachter und Transportschiffe sind um 5% schneller. Das ist natürlich gut. Das haben wir eigentlich schon bekommen. Ah, okay, wunderbar. Gut, unsere Ressourcen fallen natürlich dementsprechend. Das nächste Schiff ist da, der uns dementsprechend Geld bringt. Ja, es geht ein bisschen abwärts mit der ganzen Sache hier. Das ist ein bisschen Forschung. Entschuldigung, altes Haus. Ich habe ein Glitzig. Ja, natürlich nehmen wir eine dementsprechende Handelsroute an. 56 Revolutionäre, wir haben 166 Fische, ein weiterer Frachter kommt. Wir sind jetzt natürlich in der doppelten Geschwindigkeit. Ein weiterer Platz ist dementsprechend fertig. Wir haben einen weiteren Auftrag erfüllt. Wie viel haben wir jetzt? 2. Wir haben einen weiteren frei. Was haben wir denn? Wir haben Mais, wir hätten Baumstämme. Wir nehmen einmal den Mais, unterschreiben. Sie okay. Haben das Richtige getan. Wir verlängern einmal unser Mandat um 18 Monate. Wir nehmen einmal die Geschwindigkeit wieder raus und spielen es auf normaler Geschwindigkeit. Dann ist das alles nicht so hektisch. Gut, wunderbar. Wir schauen einmal. Ah, okay. Verarbeitung gestatten, Transport. Ah, okay. Bananen und Fisch gestatten wir und Baumstämme gestatten wir auch. Okay, so dass sie dementsprechend zur Hafenanlage gefahren werden. Dass wir dementsprechend hiermit Geld verdienen können. Das war wahrscheinlich das, was ich hier gerade gesehen habe. Wenn wir nämlich hier drauf gehen, sehen wir nämlich den Preis, den man dementsprechend damit erzielen kann. Wir hätten ja des Weiteren, was haben wir denn Tolles, was wir dementsprechend Tabak. Wenn wir jetzt Tabak auswählen, möchten Sie die Ressource löschen? Ja, und dieser ist gestattet, dass er dementsprechend verkauft wird. Gut. Mit unserem Geld hätte ich jetzt gesagt, wir bauen uns noch einen Fischereihafen. Wo ist er? Fischereihafen. Einen Fischereihafen. Fischereihafen, um dementsprechend noch mehr Fisch zu produzieren und den auch dementsprechend abliefern zu können. Na, bauen wir hier die Straße richtig ran, nicht im Bogen. Sehr schön. Des Weiteren benötigen wir hier natürlich dementsprechend, wir schauen einmal nach, wie viel. Wir haben 41 Obdachlose. Dementsprechend hier werden wir einmal ein paar Baracken bauen, noch einmal eine Baracke bauen, diese dementsprechend hier Statistik aufwerten, okay. Befindet sich im Bau. Gut, wunderbar, das Schiff kommt wieder, wir sollen ja Fisch herstellen, die Bauarbeiter bauen unseren zweiten Fischereihafen. Wir haben 8.000 von der Krone bekommen. Wir haben eine
Route abgeschlossen. Handelsroute abgeschlossen, das heißt, wir haben einen weiteren offenen. Nee, da müsste ich eine Lizenz kaufen, das wollen wir natürlich nicht. Gut, was haben wir denn sonst noch? Errungenschaft freigeschalten, nur noch eine Amtszeit. Ah, okay, wunderbar. Der Fischereihafen ist fertig, das ist wunderbar, das gefällt mir. Das nächste Schiff kommt, unsere Devisen steigen auch wieder an. Unsere 92% der Menschen würden uns wieder wählen. Wir haben 35 obdachlose Familien, wir haben keine Arbeitslose. Das ist wunderbar. Zufriedenheit, Gesamtzufriedenheit 40. Also wir sind da auf dem Weg nach oben. Sicherheit, aufgedeckte Verbrechen. Sie? Den kann man natürlich dementsprechend festnehmen. Ich bin so gestresst. Sie kommen mir bekannt vor. Gut, wunderbar. Aber unsere Revolutionäre steigen und steigen so langsam. Wenn wir dann nachher noch die Immigranten bekommen, dann ist es natürlich wunderbar. Das Schiff legt ab mit einem dicken Tuten. Da oben kommt das nächste Schiff. So wächst und gedeiht dementsprechend unsere Bevölkerung. Wunderbar. Ein Schiff liegt an. Die Krone schickt Entwicklungshilfe. Wir sind ja der Krone ziemlich zugetan. Wir haben eine Handelsroute abgeschlossen. Das heißt, hier müsste eigentlich wieder einer frei sein. Nee, ist keiner frei. Das Gebäude ist fertig. Wir haben eine freie Handelsroute. Okay, verfügbar. Okay. Wir schauen einmal, was wir hier haben, was Baumstämme dementsprechend diese Vertrag unterschreiben. Entschuldigung, altes Haus. Ja, du altes Haus, sag nicht immer altes Haus zu mir. Wir haben 300 Fische. Gut, wunderbar. Aufrüsten, Schleppnetze. Okay, wunderbar. Forschung abgeschlossen, Bibliothek. Wir haben eine Bibliothek. Ah, okay. Gut. Mitarbeiter des Monats, Strafkolonie. Ah, das ist ja schon dran. Dementsprechend hier. Gut. Wie gesagt, das ist alles total unaufgeregt. Unsere Devisen steigen an und unsere Revolutionäre kommen so langsam. Wenn wir jetzt dementsprechend noch mehr Fisch bekommen, bekommen wir unsere Migranten. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, hier auch endlich diesen revolutionären Abschluss zu machen, um in das Weltkriegszeitalter zu wechseln. Es ist geschäftiges Treiben auf unserer Insel. Hier fährt wieder ein Schiff weg. Unsere Devisen fallen dementsprechend wieder. Wir haben einen Haufen Hütten. Hier wird fleißig gearbeitet. Geben und nehmen. Wald roden. Was würde das ausmachen? Das stand jetzt nicht da. Arbeiter pflanzen keine Setzlinge. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Das bringt ja alles nichts. Wir wollen ja auch ein bisschen nachhaltig. Wir sind zwar ein schlimmer revolutionärer Bösewicht, da kommt das nächste Schiff. Ich hoffe, wir Überfall abgeschlossen, Beute, Kaffee und sonstiges. Und unsere Piratenbay. Wir schauen einmal in unseren dementsprechenden Ding. Wir können ja hier einmal Schatzsuche auswählen, dann dementsprechend wieder Gold und dementsprechend Kokosnuss und Ananas. Und ja, wir machen die Reihe einfach mal voll. Gut, wunderbar. Diese Sachen werden wahrscheinlich dann auch dementsprechend eingelagert. Das ist unsere Maisplantage, das ist unsere Tabakplantage, das ist unsere Bananenplantage, unsere Zuckerplantage. Alles wunderbar. Gut, wir hoffen, das Schiff bringt hier sehr viel Geld und Gold mit. Wir bekommen 5 Migranten.
Wir hoffen, dass mit den Fischen, dass das dementsprechend jetzt auch langsam schneller wird. Wir möchten erstmal den regionalen Konsum einfach nicht gestatten. Okay. Das war hier Treibnetze und Kalter Krieg. Wir haben noch die Schleppnetze für alle ausgewählt. Wir hoffen, das funktioniert jetzt alles. 57, wir brauchen noch 3. Von den netten Revolutionären. Ja, es ist alles ein bisschen auf Spitz, auf Knopf gerechnet hier. Aber wie gesagt, wir haben jetzt wieder Forschung abgeschlossen. Forschung, 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 Forschung. Jetzt haben wir das Kindergeld erforscht. Wir wollen dementsprechend dann noch Kirchengebühr in den Nachgang geben. Wir haben unsere Überfälle. Unsere Verteidigung auf die Barrikaden stellen. Das Gebäude stellt kleine Truppen bereit. Die Soldaten bleiben zur Abwehr im Gebäude. Okay, gut. Wir haben Weltkrieg. Versorgungsinstallation. Versorgungsinstallation. Ja, die kostet mich jetzt 1000 Euro. Dollar. Wir brauchen Fische, damit wir noch 2 Revolutionäre bekommen, weil dann steigen wir auf in das Zeitalter des Ding. Okay. Wir warten drauf, liebe Dame. Luxusvillas. Wo ist hier der Eingang? Wo geht's da rein? Wo geht's da raus? Das sieht man eigentlich ganz nicht so gut. Zoomen, Übersteuerung. Wo? Das sieht nach dem Eingang aus. Gegenüber von der Bibliothek, dass die gut Konstituierten hier auch eine Wohnmöglichkeit haben. Das wird wahrscheinlich die Kapitalisten freuen. Ah, okay, wunderbar. So manches Mal weiß ich nicht, was ich tue. Wie gesagt, wenn irgendjemand was sieht und sagt dann so, da hast du totalen Scheiß gebaut oder sonstiges, dann... Genau. Wir wählen mal hier was anderes aus. Wir wählen hier einmal Meeresfrüchte aus. Die dürfen dann auch über den Hafen. Was bringt denn Meeresfrüchte an Geld? Meeresfrüchte, Meeresfrüchte, Meeresfrüchte. Ah, okay. Zurück. Okay. Wir haben einmal den Fisch einfach mal rausgenommen, damit der nicht verkauft wird. Der wird nämlich, glaube ich, gerade verkauft. Da muss man nämlich, glaube ich, auch drauf achten. Wir bekommen wieder einen Dampferbesuch. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Ja, Revolution. Ja, ich möchte keine Revolution, weil ich möchte ja eigentlich El Presidente werden. Okay, mit dem Einlaufen des Dampfers und dementsprechend verabschiede ich mich an der Stelle. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge, wenn wir den Schritt in das Zeitalter Weltkrieg machen. Danke fürs Zuschauen. Wenn irgendjemand was gesehen hat oder er dementsprechende Tipps für mich hat, gern in die Kommentare. Bis dann.